Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Wochenauftakt hier beim Devisenradar am 16. Februar, am Faschingsmontag. Und man darf mal gespannt sein, wie die Märkte hier ihre Fortsetzung der vergangenen Woche finden. Und speziell wollen wir hier den Aussie, den australischen Dollar gegenüber dem US-Dollar in den Fokus nehmen, der sich hier in ja, einigen Gestaltungspunkten sehr, sehr interessant darstellt. Und insofern wollen wir direkt mal eintauchen am heutigen Montag in den Australdollar gegenüber dem US-Dollar, beziehungsweise vielmehr in den Chartverlauf. Aber Tatsache ist auch, dass aufgrund des heute ja, vorherrschenden Feiertags in den USA auch trotz der interessanten Ausgangslage hier durchaus eine gewisse Vorsicht an den Tag gelegt werden sollte, da gerade am Nachmittag die Liquidität buchstäblich aufgrund des fehlenden US-Drives sozusagen austrocknen könnte und hier ja durchaus der Drive für weiteres Momentum fehlt. Dennoch kann man den Australdollar gegenüber dem US-Dollar sehr gut auch für die kommenden Tage mal bewerten. Und da wollen wir direkt mal hier den ja, Tageschart aus Sicht der letzten Monate anschauen, der hier wasserfallartig daherkommt. Ohne viele Worte, das Abwärtsmomentum sehr, sehr eindeutig und klar. Wir haben hier im Februar dann Verlaufstief markiert, unterhalb von 0,77, 0,7676. Dann hat man hier nochmal ein in der Vorwochentief am 12.2. gehabt. Das war ein Stück weit hoch. Wir sehen hier diesen leichten versetzten unteren Schattenwurf, der ein Stück weit höher ist als eben der hier vom 3. Februar. Insofern hier nicht ganz neues Tief markiert, soweit positiv. Und jetzt sehen wir hier auch einen durchaus kurzfristigen Erholungsdrive. Auf Tagesbasis sieht man natürlich auch sehr schön, dass der Markt hier zunächst klare Hürden hat. Marke 0,79 wäre hier zumeist als erstes zu nennen. Auf dem Weg nach oben, da muss er definitiv erstmal drüber, um dann hier Niveaus ja 0,81, im Idealfall 0,8230 etc. anzusteuern. Doch das wäre vielleicht die Perspektive für die nächsten Tage, wenn es der Australdollar schafft. Und da gehen wir jetzt direkt mal in das heutige Tagesgeschehen, dass sich eben hier auch jetzt vor dem Deckmantel einer positiven Tagesperformance, wir sehen hier der Montag statistisch ganz klar der bullischste Tag beim Australdollar. Und mit dem sich aktuellen Setup könnte das auch tatsächlich was werden, nur eben die fehlende Liquidität am Nachmittag aus den USA macht hier ein wenig stutzig, aber rein statistisch ganz, ganz interessante Ausgangslage. Und wie wir hier sehen werden und den Chart, den wir uns jetzt betrachten, haben wir hier oben bei den Hochs der heutigen Asia-Session schon ein sehr, sehr interessantes Level im Bereich 0,7790. Können wir auch hier sehr schön darstellen durch den Horizontalwiderstand, der hier als klare Hürde gilt. Und der, muss ich mal ein Stück weit tiefer setzen, um noch mehrere Kerzen einzufangen. Also hier, das ist ein Level 0,7790, ja, wie gesagt. Darauf gilt es zu achten, machen wir das noch ein bisschen deutlicher. Da muss das Währungspaar rüber, um wirklich dann kurzfristiges weiteres Kaufpotenzial freizusetzen. Das ist aber durchaus möglich, wie gesagt, vor dem Hintergrund des positiven Wochentages. Und wir sehen auch hier sehr schön diesen Aufwärtstrend, der schon ein Stück weit steil daherkommt, aber eben hier symbolisiert, dass die Käufer das Währungspaar nach oben gezogen haben. Und das lässt jetzt hier eben eine sehr, sehr schöne Eingrenzung vornehmen, die erlaubt, wenn eben der Aussie hier rauszieht über das heutige Hoch der Morning Session 0,7795 per 15 Minuten Schlusskurs, kann das da bereits schon der Fall sein, dann wäre hier weiterer Drive gegeben, der dann kurzfristig hier bis in die Region 0,7840, 0,7830 führen dürfte. Das sieht ganz gut aus. Technisch, wie gesagt, muss hier nach oben die Barriere gebrochen werden. Dann wäre sicherlich kurzfristig weiteres Potenzial vorhanden. Hier fehlt natürlich, wie gesagt, der Drive aus Amerika. Aber wenn es denn hier zum Ausbruch kommt, wäre das charttechnisch ein sehr schönes Signal. Andererseits, wenn wir uns hier ein Stück weit wieder zurückziehen in die ja, Session des heutigen Morgens, muss man davon ausgehen, dass wenn wir hier auch das Vorstundentief zum Beispiel schon 0,7775, wenn wir hier drunter laufen, das ist nur gerade 10 Pips weg, aber per Stundenschlusspreis, 15 Minuten Schlusspreis da runter gehen, dann wäre natürlich durchaus nochmal ein Durchatmen legitim, was dann hier, und da können wir gerne nochmal Supportzone hier entwerfen, die dann hier durchaus in diesen Unterstützungsbereich zurückführen dürfte, der dann aber allerdings auch Halt bieten könnte, um wieder Aufwärtsdrive zu generieren. Hier 0,7730, ganz markante Unterstützungszone. Machen wir also hier praktisch neue Tiefs der European Session und gehen nach unten raus, dann ist davon auszugehen, dass es hier entgegen des positiven Wochentags doch wieder fallende Preise gibt. Doch was sagt die Fuzzy-Logik zum heutigen Geschehen? Das sieht tendenziell gar nicht schlecht aus. Wir schauen auch mal hier in den Stundenchart, um sozusagen das Bild mal zu erfassen. Und da sehen wir hier sehr schön nach einem gewissen Seitwärtslauf,
der sich hier heute einstellt, bis zu den Mittagsstunden einstellen könnte, sehen wir hier mit der Nachmittagssession einen sehr, sehr positiven Impuls, der hier bis zum frühen Abend reicht und das Währungspaar eben hier bis zur Widerstandsregion um 0,7830, 0,7840 wäre hier oben, aber hierhin führen könnte. Also auch von der Putti sage ich schon, von der Fuzzy- und Pattern-Logik ganz klares positives Momentum. Aber was eben passieren muss, ist der Ausbruch über 0,7795. Wenn der nicht passiert, dann lieber Zurückhaltung angesagt und dann kann das Währungspaar im Worst Case auch hier durchaus ja, während des restlichen Tages seitwärts oszillieren und weder Kauf- noch Verkaufssignal generieren. Das wäre natürlich dann schade. Aufgrund der technischen Ausgangssituation könnte man hierbei durchaus mehr erwarten. Aber wir werden sehen, was der Markt uns beschert. Ich sage an dieser Stelle jetzt danke fürs Einschalten und wenn Sie mögen, heute noch JFD Live Trading zu späterer Stunde oder besser gesagt bald schon mit dem DAX, der sich auch hier sehr, sehr interessant darstellt. In dem Zusammenhang bis später, wenn Sie mögen. Auf bald, Ihr Christian Kemmer.